Ich möchte jeden einzelnen von euch an diesem Sabbatmorgen ganz herzlich begrüßen. Euch alle, die ihr dieses Video als Teil des Online-Gottesdienstes anseht. Denen von euch, die wir schon eine Weile nicht mehr in der Gemeinde hier in Wien gesehen haben, wollte ich nur sagen, dass wir euch vermissen und dass wir uns auf die Zeit freuen, in der wir wieder zusammen sein können und wieder gemeinsam anbeten, singen und beten können. Wir hoffen, dass diese Zeit bald kommen wird. Diejenigen von euch, die uns von anderen Teilen Österreichs aus zuschauen, ich bin sicher, dass wir alle darin übereinstimmen, dass wir uns sehr auf die Zeit freuen, in der wir uns frei treffen und Erfahrungen austauschen können. Wir alle schätzen die schönen Zeiten, die wir gemeinsam auf unseren jährlichen Konferenzen verbracht haben. Nun, ich persönlich habe nur 2 Konferenzen mit euch zusammen verbringen können, aber beide waren sehr schöne Zeiten. Diejenigen von euch, die dieses Video außerhalb Österreich sehen, wir wünschen euch Gottes reichsten Segen und hoffen, dass wir bald gemeinsam auf dem gläsernen Meer in der Gesellschaft unseres Erlösers und Herrn Jesus Christus sein werden, in dessen Verdiensten wir bestehen und an jenem Tag stehen können. Meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass wir alle dort sein werden. Bevor wir heute Morgen mit unserem Studium beginnen, möchte ich euch einladen, ein Lied zu hören, das von unserer Jugend in Wien gespielt wurde. Lasst uns beten. Unser gnädiger, barmherziger, himmlischer Vater, durch die Verdienste Jesu Christi kommen wir an diesem Sabbatmorgen zu dir, um dir für die vielen Segnungen zu danken, die du uns gegeben hast. Wir danken dir, dass du uns in der letzten Woche beschützt hast und uns Erfahrungen geschenkt hast, durch die wir unseren Charakter und unsere Beziehung zu dir und zueinander stärken konnten. Wir bitten dich, lieber Herr, dass während wir heute Morgen dein Wort aufschlagen, dein Heiliger Geist uns leiten und uns lehren möge, alle Wahrheit zu verstehen und zu glauben, dass das, was wir studieren, die Wahrheit ist, die dein Heiliger Geist uns allen gegeben hat. Wir bitten dich um all das im kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus und in der Hoffnung, dass du unsere Gebete hörst. Amen. Indeed, we live in difficult times. In der Tat leben wir in schwierigen Zeiten. Keiner weiß mehr, was die Wahrheit ist. Wenn man sich anschaut, was um uns herum geschieht, gibt es Verwirrung, Unsicherheit, Geheimhaltung, Regulierungen und Zensur. Und zu wissen, was die Wahrheit ist in Bezug auf das, was in dieser Welt vor sich geht, ist unmöglich. Nur um ein paar Fakten zu nennen. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben gerade eine Wahl hinter sich gebracht. Und es gibt ein Ergebnis, aber diese Ergebnisse haben mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. Eine weitere beunruhigende Tatsache: nach fast einem Jahr des Kampfes gegen ein Virus, das so viele Leben auf die eine oder andere Weise unterbrochen hat, wird uns gesagt, dass jetzt ein Heilmittel da ist. Aber das Heilmittel bringt mehr Angst, Fragen und Ungewissheit als Sicherheit und Hoffnung.
Und die Liste dieser verwirrenden Dinge um uns herum geht einfach weiter und weiter. Niemand scheint in der Lage zu sein, eine klare Erklärung zu haben, um die aktuellen Probleme der Welt zu beantworten oder zu lösen. Aber wisst ihr, inmitten all dessen gibt es etwas sehr Ermutigendes, etwas Unveränderliches, etwas, das unseren Geist an einen sicheren Ort bringt und den Schrei unserer Seele beantwortet. Und das ist das Wort Gottes. Deshalb möchte ich heute das folgende Thema mit euch betrachten: auf der Suche nach der Wahrheit. Ich hoffe, dass dieses Studium dich ermutigen und stärken wird, weiterzumachen und niemals aufzugeben, nach der Wahrheit zu suchen, egal wie ungerecht, wie enttäuschend und entmutigend die Umstände sind, in denen wir uns alle befinden. Schlagen wir die Bibel auf in Sprüche 12, Verse 20 bis 22. Falschheit wohnt im Herzen derer, die Böses schmieden. Die aber zum Frieden raten, haben Freude. Den Gerechten wird kein Übel treffen, aber die Gottlosen werden voll Unglück sein. Falsche Lippen sind dem Herrn ein Gräuel. Wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. Was lehrt uns also die Bibel über Betrug und Unwahrheit? Wie wir gelesen haben, ist sie nur im Herzen derer zu finden, die sich Böses ausdenken, Böses erschaffen oder planen. Gott verwirft diejenigen, die sich darauf einlassen, Lügen zu erzählen oder betrügerisch zu sein. Wie viele prominente Menschen in dieser Welt lassen sich aus Macht, Ruhm und Geldgier darauf ein, die Wahrheit zu verdrehen, offen zu lügen und sich an Verleumdungskampagnen zu beteiligen? Ich unterstütze keine politischen Ansichten, aber ich habe dies persönlich beobachtet, bei jeder Wahl, egal von welchem Land. Ich habe auf mehreren Kontinenten, in mehreren Ländern gelebt und leider ist es überall dasselbe. Um eine Wahl zu gewinnen, fangen die Führer, die übrigens ein Vorbild für andere Menschen sein sollten, an zu lügen, verschwören sich gegeneinander und reißen sich offen gegenseitig nieder, was Verwirrung, Angst und Unsicherheit schafft. Und das tun sie, indem sie sich auf Gottes Zustimmung oder göttliche Bestätigung berufen. Aber es ist in der Bibel klar, dass Gott ein solches Verhalten ablehnt. Es ist ein Gräuel für den Herrn, wie wir bereits in den Sprüchen gelesen haben. Ich ermutige euch alle, das Buch der Sprüche zu studieren, insbesondere Kapitel 12. Da wird dieses Thema vielmehr noch erklärt. Bis jetzt haben wir festgestellt, dass das Gegenteil von Wahrheit Lüge und Betrug ist. Und wir können ihre Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft mehr denn je sehen. Aber dann stellt sich die Frage: Was ist Wahrheit? Ein sehr prominenter Mann seiner Zeit stellte in seinem letzten Gespräch mit Jesus die gleiche Frage. Was ist Wahrheit? Schauen wir uns die Geschichte ein wenig genauer an. Gehen wir zum Johannesevangelium Kapitel 18 und hier die Verse 33 bis 38. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der Judenkönig? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus? Oder haben dir's andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Und wir kennen die Geschichte, dass er trotz seiner momentanen Neugier, die Wahrheit herauszufinden, die Wahrheit verwarf und Jesus überlieferte, um gekreuzigt zu werden. Lasst uns also die Geschichte ein wenig rekapitulieren. Zunächst einmal, wer war Pilatus? Pontius Pilatus war der fünfte Statthalter der römischen Provinz Judäa.
der unter dem Kaiser Tiberius von 26 bis 37 nach Christus diente. Er war der Zuständige, der den Vorsitz über den Prozess gegen Jesus führte. Er hörte alle Argumente, die vom Volk, den Priestern und Hohenpriestern gegen Jesus vorgebracht wurden, und er sah die böse Absicht des Volkes, ihn zu kreuzigen. Pilatus glaubte keiner der Anklagen, die gegen ihn erhoben wurden. Er beobachtete den ohrenbetäubenden Lärm und die Wut des Pöbels, der ausrief: Kreuzige ihn, während Jesus schweigend mitten unter ihnen stand. Sein Schweigen war Beredsamkeit. Pilatus war verwirrt, als er sah, dass Jesus seinen Anklägern keine Antwort gab. Dann fragte Pilatus Jesus: Bist du der König der Juden? Worauf Jesus antwortete: Du sagst es. Daraufhin bedrängte der Pöbel Pilatus und sagte: Du siehst, dass er das Verbrechen zugegeben hat, dass er ein König der Juden ist. Daraufhin befragte Pilatus Jesus weiter und sagte: Antwortest du nichts? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich aussagen. Jesus aber antwortete nichts mehr. Pilatus fragte sich, warum Jesus nicht bereit war, auf die Anschuldigungen des Volkes zu antworten. Er fragte sich, warum Jesus sich nicht darum kümmerte, sein Leben zu retten. In der Hoffnung, die Wahrheit von Jesus zu erfahren, nahm Pilatus ihn beiseite und fragte erneut: Bist du der König der Juden? Jesus wusste, dass der Heilige Geist an Pilatus Herz arbeitete, und antwortete absichtlich nicht direkt auf die Frage, sondern fragte stattdessen Folgendes: Redest du das von dir selbst, oder haben es dir andere von mir gesagt? Jesus versuchte herauszufinden, woher die Frage kam. Kam sie aus einem aufrichtigen Herzen, oder war es wegen der Anschuldigungen der Priester, dass Pilatus wissen wollte, ob Jesus tatsächlich der König der Juden war? Hier passierte der Brechpunkt in Pilatus' Herz. Er ahnte sofort, warum Jesus mit einer Frage antwortete. In diesem Moment kam Stolz in seinem Herz auf. Der Hunger nach Beliebtheit beim Volk wurde ihm wichtiger als die wahre Bedeutung der Frage. Seine Antwort war dann: Bin ich denn ein Jude? Mit anderen Worten, soll ich wissen, dass du ein König bist oder nicht? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus sah Pilatus die Gelegenheit verpasste, jemals herauszufinden, was die Wahrheit ist. Aber trotzdem sagte er Pilatus, was die Wahrheit ist. Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. In seiner Verwirrung und im Kampf zwischen seinem Stolz und seiner Beliebtheit, in seinem Ehrgeiz, seine Macht in Judäa zu behalten und Frieden mit Herodes zu schließen, mit dem er im Streit lag, und wirklich herauszufinden, was die Wahrheit ist, stellte er die Frage: Was ist Wahrheit? Doch bevor er von Jesus eine endgültige Antwort erhielt, verließ er den Raum. Später übergab er Jesus dem Volk, um gekreuzigt zu werden. Liebe Geschwister und Online-Zuschauer, oft sind wir so neugierig darauf, was hinter den Kulissen geschieht, und wir verbringen viel Zeit mit Nachforschungen, um die Geheimnisse hinter dem, was wir sehen können, herauszufinden, was in dieser Welt alles geschieht. Aber wir vernachlässigen und ignorieren die Wahrheit. Jesus sagte zu Pilatus: Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jesus kam in diese Welt, um Zeugnis für die Wahrheit abzulegen, um der Welt die Wahrheit zu sagen. Ja, er kam, um die allererste Verschwörungstheorie, die Satan sich ausgedacht hatte, zu zerstören oder zu enthüllen. Nämlich, dass Gott ein Tyrann ist, dass seine Anforderungen an alle geschaffenen Wesen unmöglich zu erfüllen sind, dass der Mensch die Gebote Gottes nicht halten kann, dass der Mensch nur in Knechtschaft ist oder von Gott gegen seinen eigenen Willen kontrolliert wird. Ihr Glück ist dadurch verloren gegangen.
Jesus kam, um zu beweisen, dass dies eine Lüge ist. Dass in Wirklichkeit alle, die bereit sind, sich der Führung des Heiligen Geistes zu unterwerfen, in der Lage sind, ein glückliches und viel besseres Leben auf dieser Erde zu führen, unabhängig von den Umständen. Die Bibel sagt in Johannes 8, 31 und 32, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Christus kam, um den Menschen die Freiheit anzubieten. Er kam, und die Menschen, zu deren Rettung er kam, lehnten ihn ab und töteten ihn. Wisst ihr warum? Weil die Wahrheit zu einfach war. Es war zu schmerzhaft, sie zu akzeptieren. Sie verlangte vom Menschen, sich dem Willen Gottes zu unterwerfen, gütig zu sein, für andere zu leben, ein Diener zu werden und die Macht aufzugeben, mit der Satan die Menschheit so hinterlistig geblendet hat. Wisst ihr, es ist so gut, die Kontrolle zu haben. Es fühlt sich so gut an, das Sagen zu haben, der Boss zu sein. Das ist die Verschwörung, die Satan der Menschheit verkauft hat. Und wir alle genießen diese Täuschung. Wir alle möchten gerne Ruhm haben und im Rampenlicht stehen und von anderen anerkannt werden für das, was wir getan haben. Satan hat uns glauben lassen, dass alles, was zählt, ich und ich ist. Und wir können viel davon um uns herum sehen. Und manchmal sind wir vielleicht auch selber davon geblendet. Wir denken, dass das, was wir tun, das Wichtigste auf der Welt ist. Aber lasst uns zurück zur Bibel gehen und herausfinden, was die Wahrheit ist. Denn Jesus sagte: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich glaube, Freiheit ist das, was wir alle heutzutage brauchen, nicht wahr? Inmitten all dieser Einschränkungen. Aber welche Art von Freiheit? Gehen wir einfach zurück zur Bibelstelle in Johannes 8, Vers 12. Hier heißt es: Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Was bietet Jesus hier uns allen an? Wenn wir das Prinzip der Lüge als Finsternis verstehen. Wie ihr alle wisst, bedeutet der Ausdruck, jemanden im Dunkeln lassen, ihm nicht die Wahrheit zu sagen oder einige Teile der Wahrheit wegzulassen. Wir können also sicher schließen, dass Dunkelheit gleichbedeutend ist mit Lügen oder mit dem Fehlen der Erkenntnis der Wahrheit. Wir sehen, dass dies mehr und mehr um uns herum geschieht. Um etwas zu verbergen, das für die Menschen nicht günstig ist, halten Regierungen und mächtige Unternehmen die Menschen in der Dunkelheit. Oder mit anderen Worten, den Menschen wird nicht die volle Wahrheit über die Dinge gesagt. Aber Jesus sagt, dass er das Licht der Welt ist und jeder, der ihm folgt oder an ihn glaubt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Mit anderen Worten, er wird die Wahrheit erkennen. Und hier bezieht sich Jesus nicht nur darauf, dass sie im Alltag klar sehen werden, was Lüge und was Wahrheit ist, sondern sie werden auch das Licht des Lebens haben, das ewige Leben. Nur um hier einen kurzen Vergleich zu ziehen. Was bietet Satan uns allen hier in dieser Welt an? Das Beste, was er anbieten kann, ist Macht, vielleicht Geld, vielleicht Ruhm, was alles aber nur eine Lüge ist. Ich meine, welche Macht hat ein Mensch in dieser Welt? Was ist die höchste Position, die ein Mensch in dieser Welt haben kann? Denk darüber nach. Die höchste Position, die ein Mann in dieser Welt haben kann, ist so vorübergehend und mit so vielen Bedrohungen gefüllt, dass er oder sie ständig auf der Hut sein muss, weil es so viele andere Menschen gibt, die diese Macht von ihm oder von ihr haben wollen. Ist das Glück? Ist das ein freies Leben? Freiheit? Aber was hat Jesus auf der anderen Seite zu bieten? Wenn wir noch einmal in die Bibel schauen, um diese Frage zu beantworten, dann finden wir in der Bibel die Worte Jesu in Matthäus 16, Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir? Was bedeutet es, sich selbst zu verleugnen und Jesus nachzufolgen? Dieser Ausdruck bedeutet, dass man bereit sein muss, seinen Status, Ruhm und Besitz aufzugeben, sein Kreuz auf sich zu nehmen und dem Beispiel des Meisters zu folgen, so wie Jesus es tat.
Ich möchte aus den Schriften von Ellen G. White ein Zitat zitieren, das den höchsten Platz oder die höchste Position in der Welt beschreibt, die ein Mensch haben kann, um wirklich glücklich zu sein. Und mit glücklich meine ich nicht glücklich im weltlichen Sinne, sondern ein vollständiges und inneres Glück sowie Zufriedenheit. In dem Buch Die Apostel, Seite 138, hier eine kurze Aussage. Ohne das Kreuz könnte der Mensch keine Gemeinschaft mit dem Vater haben. Auf ihm beruht unsere ganze Hoffnung. Von ihm scheint das Licht der Heilandsliebe. Und wenn der Sünder vom Fuße des Kreuzes aus zu dem aufschaut, der für seine Rettung starb, dann darf er sich mit vollkommener Freude freuen, denn seine Sünden sind vergeben. Im Glauben, unterm Kreuz kniend, hat er den höchsten Platz erreicht, zu dem ein Mensch gelangen kann. Menschlich gesehen ist das absurd. Der höchste Ort, zu dem man gelangen kann, ist eigentlich der niedrigste und beschämendste Ort, an dem man sein kann. Der Mensch möchte gern das Sagen haben. Und das ist eigentlich die gleiche Lüge, die Satan, Adam und Eva erzählt hat. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet in der Lage sein, Gut und Böse zu erkennen. Dieselbe trügerische Macht verblendete Pilatus, als ihm die Wahrheit präsentiert wurde und er ihr widerstand. Denn er schätzte die Freundschaft mit Herodes, seine Position in Judäa, mehr als die Freiheit, die Jesus ihm anbot. Wonach suchst du? Welche Art von Wahrheit möchtest du wissen? Die Wahrheit, die dir Angst machen wird? Egal, wie sehr wir in dieser Welt danach suchen, werden wir sie doch nie herausfinden können. Lasst uns also nach der wahren Wahrheit suchen, die uns frei macht. Die Wahrheit, die Jesus uns angeboten hat. Gehen wir zurück zu Johannes Kapitel 8 und lesen wir die Verse 13 bis 20. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du gibst Zeugnis von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemanden. Wenn ich aber richte, so ist mein Richten wahr. Denn ich bin's nicht allein, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Auch steht in eurem Gesetz geschrieben, dass zweier Menschen Zeugnis wahr sei. Ich bin's, der von mir selbst zeugt, und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt auch von mir. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Diese Worte redete Jesus an dem Gotteskasten, als er lehrte im Tempel, und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Diese Menschen erfuhren nie die Wahrheit. Ihre Erwartung der Wahrheit war etwas anderes. Vielleicht, wenn Jesus mit Macht auf diese Erde gekommen wäre und alle Priester als seine Herrscher eingesetzt hätte und irdische Macht und Kontrolle ausgeübt hätte, sogenannte kluge Politik, und die Macht der Römer gebrochen hätte, dann hätte es viele Anhänger gegeben, die ihn unterstützt hätten, die sich für ihn eingesetzt hätten. Aber das war nicht der Plan Jesu. Das war nicht die Wahrheit, die er der Welt sagen wollte. Er kam, um den höchsten und mächtigsten Ort auf der Erde einzurichten, das Kreuz von Golgatha. Und wenn du und ich uns selbst verleugnen und andere höher stellen als uns selbst, können wir Freiheit haben. Wir werden die Wahrheit verstehen. Mehr noch, wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Also, liebe Geschwister und liebe Zuschauer, lasst uns nach dieser Wahrheit suchen. Lasst uns dies zu unserer höchsten Priorität machen. Sorgen wir uns nicht um die Ungerechtigkeit, die in dieser Welt herrscht. Lassen wir uns nicht beunruhigen über das, was morgen kommt. Christus wurde zu Unrecht angeklagt und wurde unschuldig gekreuzigt, nur um dir und mir eine Chance zu geben, die Wahrheit kennenzulernen, sie täglich zu studieren. Stellt euch vor, wie wir uns fühlen würden, wenn wir so viel Zeit mit dem Studium der Bibel verbringen würden, wie mit dem Überprüfen der Nachrichten und all dem Chaos, das in dieser Welt stattfindet. Wie viel glücklicher würden wir sein? Wie viel mehr geistliche Kraft würden wir haben?
Ich möchte diese Betrachtung mit den Worten des Johannes in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 28 und 29 abschließen. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, freimütig reden und nicht zuschanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr, wer die Gerechtigkeit tut, der ist von ihm geboren. Amen. Lasst uns beten. Unser gnädiger, barmherziger, himmlischer Vater, wir kommen in diesen Momenten zu dir, um dir zu danken, dass du uns das Wort gegeben hast, das wir studieren können. Wir danken dir, dass du uns die Wahrheit gegeben hast, die uns frei machen wird. Wir danken dir, dass du uns Tag für Tag ermutigst, dein Wort zu studieren, dass die Wahrheit ist, die uns frei machen wird. Lieber Herr, wir erkennen, dass diese Welt uns diese Wahrheit nicht bieten kann. Wir erkennen, dass die einzige Wahrheit, die wir finden können, in deinem Wort liegt, indem wir es täglich studieren, täglich darüber meditieren. Deshalb, lieber Herr, bitten wir dich, dass jeder von uns ermutigt wird, es eifrig zu studieren, jeden einzelnen Tag unseres Lebens, damit wir in der Lage sind, frei zu werden von all den Sorgen dieser Welt, von all dem Ärger und dem Chaos, das diese Welt uns zu bieten hat, um Wahrheit und Frieden zu finden. Wir bitten dich, dass du jeden Zuschauer segnen mögest, der uns live zusieht. Segne ihre Familien, ihre Kinder und segne die Gemeinde auf der ganzen Welt, damit wir auf dein zweites Kommen vorbereitet sind.
Wir bitten dich, lieber Herr, dass du mit unseren Kindern bist. Vergib uns unsere Sünden und unsere Schuld. Und in deine Hände legen wir unser Leben. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi und in seinen Verdiensten. Amen.